Balum Cook stellt uns vor die Aufgabe, diese Siedlung der Mayas zu zerstören. Außerdem sollen wir diese Insel erobern, auf der sich ein großer Goldschatz befindet. Diese Karte sieht auf den ersten Blick recht schwer aus, da wir sehr dürftige Startvorgaben haben. Tatsächlich ist sie aber eine der einfachsten im Spiel. Man braucht nur genug Käse. Das Gebirge auf unserer Halbinsel enthält alle Rohstoffe, die wir benötigen werden. Viel wichtiger für unseren Erfolg ist aber der Engpass, der zu den Mayas führt. Unsere ersten Gebäude werden ein Steinmetz, ein Holzfäller, ein Sägewerk sowie ein kleines Wohnhaus sein. Sobald diese Grundproduktion steht, wandelt ihr einen Planierer in einen Pionier um und schickt ihn mit einer Handvoll Diebe zum Engpass. Wenn ihr es richtig macht, könnt ihr ihn mit einer Mauer aus zwei Siedlern perfekt blockieren. Es gibt sogar eine Stelle, wo ein Siedler reichen könnte, allerdings war mir die zu nah an meiner Seite des Übergangs. Sobald die Siedlermauer steht, könnt ihr euch alle Zeit der Welt lassen. Die Mayas werden zwar weiterhin stärker, aber das wird kein Problem sein. Produziert Level 3 Soldaten, erhöht eure Kampfkraft und sorgt für einige gut versorgte kleine Tempel. Das Mana wird später nützlich. Der erste Schritt in Richtung Offensive wird der Bau eines Kriegsschiffes und 3-4 Fähren sein. Zerstört mit dem Kriegsschiff 3 der 4 Türme auf der Halbinsel mit dem kleinen Tempel der Mayas, dann erobert ihr den übrigen mit einer kleinen Angriffstruppe und reißt ihn ab. Wenn ihr es richtig macht, könnt ihr das sogar ohne Verluste tun. Anschließend könnt ihr einen Dieb am Grenzübergang platzieren und somit einen mobilen Fleischwolf erzeugen, der die Mayas im Laufe der Zeit schwächt. Denkt aber daran, eure Bogenschützen anzuweisen, die Position zu halten. Während der Fleischwolf arbeitet, tötet ihr die Wächter auf der Insel der Toten und erobert sie mit Pionieren. Auch dies könnt ihr mit 45 Level 3 Bogenschützen und Kampfkraft im 115er Bereich ohne Verluste schaffen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Gold von dort abtransportieren und für eure Soldatenproduktion nutzen. Und nun steht auch schon der finale Schlag bevor. Mit Hilfe eines Priesters könnt ihr die feindlichen Soldaten an der Siedlermauer dezimieren, etwaige Überlebende könnt ihr mit euren Bogenschützen erledigen. Danach löst ihr die Siedlermauer auf und marschiert ein. Sobald alle Türme der Mayas erobert wurden, habt ihr auch schon gewonnen. Kleiner Nachtrag, wie sich herausstellt, ist das Skript der Karte nicht fertig. Es fehlen Variablen wie Angriffsverzögerung oder Soldatenlimit und der Siegbedingungscheck ist zwar vorhanden, wird aber gar nicht aufgerufen. Deshalb greifen die üblichen Siegbedingungen. Auf die Eroberung der Insel der Toten müsstet ihr also auch verzichten können.